Gestern haben wir hier im Studio über neue Details zum Pflegeskandal in Kirchstetten in Niederösterreich berichtet. 5 Angestellte sollen dort systematisch demente Patienten gequält, erniedrigt und auch sexuell missbraucht haben. Seit einem ZIP-2-Bericht vor fast einem Jahr ist das bekannt. Damals wurden die Verdächtigen entlassen, aber 2 von ihnen haben bis vor wenigen Tagen weitergearbeitet in einem Wiener Pflegeheim. Erst heute wurden die beiden festgenommen und jetzt stellen sich mehrere Fragen. Hat das Wiener Pflegeheim von den schweren Vorwürfen gewusst? Und wie ist es überhaupt möglich, dass Pfleger weiter mit Patienten arbeiten können, obwohl die Polizei gegen sie wegen des Quälens von Patienten ermittelt? Stefanie Leodolter berichtet. Heute Vormittag war der Verteidiger der beiden Pfleger noch guter Dinge und hat die Einstellung des Verfahrens beantragt. Wenige Stunden später der Anruf seiner Mandanten, dass sie festgenommen wurden. Ja, ich habe die Frau leitende Staatsanwältin heute angerufen und habe hinterfragt, ob es richtig ist, dass die beiden wegen Tatbegehungsgefahr eingesperrt werden. Das heißt also, sie würden wieder so etwas machen, was man ihnen vorwirft, abgesehen davon, dass sie es bestreiten. Aber sie sagen, weil die im Pflegebereich tätig war, deswegen mussten sie aus dem Verkehr gezogen werden offensichtlich, also daher sperrt man sie ein. Laut niederösterreichischer Staatsanwaltschaft bestand bislang keine Notwendigkeit für eine Festnahme. Die vom Falter dokumentierten Anschuldigungen seien zwar Fälle schweren Quälens, absichtlicher Vernachlässigung und sexueller Misshandlung. Mit der Entlassung aus dem Kirchstettener Pflegeheim im Herbst 2016 habe aber eben kein Anlass mehr für eine Festnahme bestanden. Bis heute. Uns wurde erst vor ein paar Tagen bekannt, dass 2 der 5 Tatverdächtigen wieder in diesem Bereich arbeiten und so hat sich der Haftgrund der Tatbegehungsgefahr aufgetan. In dem Wiener Pflegeheim, wo seine Mandanten noch bis Montag gearbeitet haben, habe man Bescheid gewusst, sagt der Anwalt. Kirchstetten hat die Organisation in Wien angerufen und hat gesagt, wie ist sie? Die sind bei uns beschäftigt gewesen, die werden da beschuldigt, die sind alles in der Zeitung gestanden. Gut, Wien hat gewusst davon. Wien hat das geprüft und gesagt, okay, die 2 Leute sind für uns tauglich und brauchbar. Die können bei uns arbeiten und haben auch gearbeitet. Von der Heimleitung heißt es, man habe ebenso erst durch die mediale Berichterstattung von den Vorfällen erfahren. Ob die beiden entlassenen Pfleger weiterhin in Untersuchungshaft bleiben, will die Staatsanwaltschaft morgen entscheiden. Allerdings bestehe jetzt die Möglichkeit, sie mit einem Arbeitsverbot zu belegen. Dann könnten sie das Verfahren auf freiem Fuß abwarten. Eine Möglichkeit wäre im konkreten Fall auch unter anderem eine Weisung, eine Tätigkeit als Pfleger zu unterlassen. Und dann stünde einer Enthaftung nichts im Weg? Wie gesagt, grundsätzlich ist das möglich. Die für die Pflege politisch verantwortlichen Stellen fordern nun eine Arbeitsunterlassung in derartigen Fällen. Wir werden alles tun, dass so etwas nicht wieder passiert. Aber wo Menschen arbeiten, dort passieren leider auch solche Dinge. Wir verlangen selbstverständlich Strafregisterauszüge bei den Menschen, die wir neu einstellen. Aber laufende Verfahren zum Beispiel sind dort nicht abgebildet. Auch im zuständigen Justizministerium ortet man eine Gesetzeslücke und sieht Handlungsbedarf. Es gibt im entsprechenden Berufsgesetz für die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe gibt es ein Berufsverbot schon, aber das hängt von einer Verurteilung ab und es fehlt aus unserer Sicht ein vorläufiges Berufsverbot. Für die Sozialeinrichtungen wäre eine ähnliche Lösung wie im Ärztegesetz vorstellbar, das in solchen Fällen unmittelbare Berufsverbote vorsieht.